Arr, ihr Brustfetischisten! Meine ich natürlich nicht so. Kennt das noch jemand? Von Roberto Blanco? War mal auf dem Knopf von Stefan ab. Brustfetischist. Okay. Ja, da drin gibt's jetzt nichts zu tun. Hier draußen gibt's auch nichts zu tun. Gehen wir nochmal im Keller gucken. Gucken, Keller, Keller gucken. So, Krokodile, Flaschen, Nest. Oh, Geröll. Löcher in der Decke, leere Schnapsflaschen überall, Krokodile im Keller. Das ist ja wie im Studentenwohnheim hier. Ja, ist klar. Ich habe schon genug Schrott um mich. Ja, ist ja gut. Wir haben ja jetzt dieses Ding hier. Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Ja, vielleicht anders egal. Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Mann, ey! Und? Wie hältst du dich so? Oh, ah. Ich hatte gerade so einen stechenden Schmerz. Warum macht die das jetzt auf einmal? Das hat funktioniert. Aber... ja, reparieren wir die Balken. Grimjaw hat so viele Schiffsbauer und Tischler um sich, das können die schön selber machen. Ja, was hat mir das denn jetzt gebracht? Was ist denn in der Hütte? Ich sollte mich jetzt nicht verraten. Sie könnten denken, dass ich etwas vorhabe. Und sie hätten recht. Ja, eben. Anschreien. Oh. Da muss ich keinen Haken dran machen. Leute, was hat mir das denn jetzt gebracht, dass dieser scheiß Balken da weg ist? Die Frage ist jetzt natürlich... Ist das der Keller von der Hütte? Oder ist das der Keller... Das ist der Keller von... Ist das der Keller von dem... Da ist... Guck mal, da ist eine Luke. Hm. Vielleicht ist das der Keller unter dem Raum hier. Oh. Krokodile! Captain! Warum fragst du nicht deine Bücher um Rat, Schlaumeier? Die haben ein Becken. jetzt machen? Weiß nicht. Oh, der Zug. Gern würde ich das Ding Grimjaw über den Kopf ziehen. Aber ohne Gehirn wird ihn das nicht groß beeindrucken. Es wird ihn nur wütend machen. Es ist ihm der Kopf runtergefallen. Okay. Ich komme nicht ran. Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Ach, du bist ein... Was passiert denn, wenn ich jetzt unten reingehe? Der Typ hat auf jeden Fall Spaß. So viel steht mal fest. Wenigstens ein Stückchen weiter wieder fest. Da muss ich nicht hingehen. Keller? Meine Arbeit hier ist erledigt. Gut, dann muss ich irgendwas hier machen, verdammt nochmal. Entschuldigt, ich wollte nicht laut werden. Ich bin heute ein bisschen reizbar. Ich habe zwei Gegenstände und nicht... Also da muss ich keinen Haken dran machen. Nicht allzu viel, was ich anklicken kann. Ich kann nichts mit einem Zeichensapparat anfangen. Komm schon her. Sehr gut. Jetzt das. Die Harpune und das Netz lassen sich leicht mit dem unteren Ende des Kronleuchters verbinden. Das ist wunderschön. Spiel tot! Und jetzt? Oder noch toter als jetzt schon. Wo haben wir denn einen großen, gefährlichen Kronleuchter? Ja, wo ist der denn? Ja, wo ist der Kronleuchter? Und jetzt? Berühren. Lass mich dir helfen! Ups! Mit einer Hand hat sie den gezogen. Habt ihr das gesehen? Steh auf. Geh und such den Körper von James Starling. Er muss hier in der Nähe sein. Oh. Oh oh. Oh oh. Warte noch. Jetzt. Zeit für ein bisschen Spaß. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, cinco, seis. Give it to me, baby. Aha, aha. Und tschüss. Jane, du alte Spionin. Hey, scheiße, Mann. Ich hatte auch nur kurz. Scheiße.
cool. Ach, das war geil. Was ist das? Das ist die Karte, die ich von Grimjaw gestohlen habe. Ja, und was bringt die jetzt? Jetzt können wir bestimmt... Ja, aber warum sollten wir jetzt hier hinsegeln können? Ich komme nicht ran. Was mache ich jetzt mit der blöden Karte? Vielleicht später. Reden. Ich kann sie nur angucken. Bluebelly? Hey Leute, ich habe Grimjaws Karte, aber sie ist in Aztiklanisch verfasst worden. Sie beschreibt eine Insel und einen Dämonenschädel mit langen Haaren? Er ist im Besitz von Red Rump. Oh, er war der lahmste Pirat aller Zeiten. Sein Schiff wurde ständig von den Kriegsflotten niedergemacht. So hat er auch seinen Namen bekommen. Red Rump, roter Rumpf. Er ist verschwunden. Angeblich sucht er nach der Insel Scarlet Rock. Ohne weitere Informationen ist die Karte nutzlos. Die Insel könnte überall sein. Diese aztiklanischen Zeichen stimmen mit dem Mosaik im Raum des Herrschers überein. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ah. Scarlet Rock liegt südöstlich von Wuchu Island. Wie gut, dass wir das schon angeguckt haben. Es ist ein Portal zur Unterwelt, wo die Aztiklaner dem Herrscher der Dunkelheit Gold opfern. Oder wie ihr Piraten ihn nennt, der alte Roger. Herrscher der Hölle. Der alte Roger, Herrscher der Hölle. Los geht die Fahrt. Toloke, Teoteati, Coatloptaki! Yeah! Habt ihr das gesehen? Der hat die Pommesgabel gemacht, der Schädel. Geil! Das war lustig. Ja, finde ich auch. Geil. Wir sind hier jetzt auf der Insel irgendwas. Ich habe es mir nicht gemerkt. Wasserfall. Oh, sieht harmlos aus. Scald Rock, genau. Der Pommesgabelfelsen. Das ist der Wasserfall, durch den ich gefahren bin. Ja, das ist gut. Hier gibt es jede Menge davon. Ein süßer kleiner Wasserfall. Oh, so süß. So süß. Grottenwasser. Stehendes Wasser. Papa Doc liegt gerade an einem schönen aztiklanischen Strand. Ich bin echt neidisch. Ja, so ungefähr. Hier geht's zur Grotte und da geht's zum Red Rump. Und das da... Da ist meine Belohnung. Aha. Nimm's mit. Oh, das Schiff ist so nah. Fast könnte ich es küssen. Gehen wir zu Red Rump. Zu Steuerbord! Das ist Red Rum? Ein furchteinflößender Eimer. Hier ist ja alles furchteinflößend. Er ist voll mit Blut. Nein, nur Spaß. Er ist voll mit Spinnen. Cool. Nein, krieg dich wieder ein. Er ist leer. Den Eimer mit Spinnen hätte ich genommen und dann ich zerdreht. Ich nehme mir, wenn ich ihn brauche. Den schleppe ich jetzt nicht herum. Ruder besetzen! Das ist gut. Wir haben einen Eimer. Was bist du? Ein furchteinflößendes Fass. Ich hoffe, das ist nicht voll mit dämonischen Lemuren. I like to move it, move it. Das fasse ich nur an, wenn es unbedingt sein muss. Muss sein, nimm's. Okay, lass es. So, können wir hier hoch? Ein Drachenkopf, den schauen wir uns erst an. Los, mach! Einer von zwei furchtbaren Drachenköpfen mit süßen rosa Schnauzen. Oh, so süß! Furchteinflößend süß! So. Oh, Lost! Alles verloren! Lost? Ein merkwürdiger und total verrotteter Skelettpirat versucht, das Schiff zu steuern. Aha. Wie bin ich nochmal an diesen Job gekommen? Ich weiß es doch auch nicht. Reden wir mit dem oder wollen wir erst... Wir fassen ihn erst an. Erstmal anfassen, dann reden. Ist wieder heim. Oh, Dios. Ich will ihn nicht anfassen. Warum nicht? Hallo? Alle auf ihre Posten! Good evening, Captain Red Rump. Who is there? Kapitän Jane Starling. Bitte an Bord kommen zu dürfen. Forbidden! Keine Frauen! Das bringt Unglück! Jetzt mal ernsthaft. Kann es noch schlimmer kommen? Yes! Zugegeben, du hast mich erwischt! Komm an Bord! Bin ich doch schon. Hallo, wo ist denn deine Crew? Captain,
Wo ist deine Crew? Er versucht, dich auszutricksen. Ein Netz aus Lügen. Okay. Was ist hier passiert? Oh, Lost! Alles verloren! Kannst du das Steuerrad loslassen? No! Ich muss diesem Sturm entkommen! Wer hat dir das angetan? Roger, der Betrüger! Man kann ihm nicht trauen, Miss Starling! Er lügt! Roger? Wie hat Roger das gemacht? Du arbeitest für ihn! Mein Schiff kriegst du nicht! Will ich nicht. Misstrauisches Kerlchen. Worin genau lag der Betrug? Seine Galeere gegen unsere Seelen. Aber er hat uns ausgetrickst. Wie? Das Schiff sitzt fest. My man! Meine Männer! Oh! Under Jolly Roger. Wie haben deine Männer unterzeichnet? Sie haben mir einen Blood Oath, einen Blutschwur geleistet. So konnte ich für sie bürgen. Du hast aber auch ganz gute Tricks drauf. English Lesson Part 3. Warum brauchtest du das Schiff? Ich wollte immer der siegreiche Pirat sein, nicht der, der besiegt wird. Jetzt sage ich Englisch lesen und dann sagt er mal nichts in Englisch und Übersetzung. Wenn ich dich und deine Crew befreie, kann ich dann dein Schiff haben? Es ist verflucht. Verflucht? Du solltest es nicht nehmen. Nein. Du wirst verrückt werden. Ja. Das ist okay. Der Typ, der es bekommt, ist sowieso schon bekloppt. Ja. Ich versuche, deine Männer zu retten. Oh mein Gott, sie müssen mich hassen. Ja, wahrscheinlich tun sie das. Nope. Aber es ist nie zu spät, etwas wieder gut zu machen. Nope. Warum fliegst du nicht einfach hier raus? Ich wurde ausgetrickst. Ich habe das Schiff, das ich wollte, bekommen. Aber ich finde den Weg hier heraus nicht. Das ist schlecht. Wo liegen Rogers Schwächen? Er hat keine. Er ist ein Meister des Kleingedruckten. Und da schreibt bloß nichts bei ihm. Ich bin ziemlich hinterhältig. Mir wird schon was einfallen. Ja, ist klar. Ich muss zur kühnen Kate. Ich muss zur kühnen Kate gelangen. Huh? Das Mädchen, das den einzigen Mann heiraten wird, den ich je geliebt habe. Das bin ich voll. Es ist kompliziert. Bye bye. Bye bye. Verrückter Typ. Okay, also packt mit dem Teufel, Blutspur, bla bla bla. Ist klar. Gut. Was gibt's hier sonst noch? Noch ein Drachenkopf? Takelage. Richtet den Anker! Was der furchteinflößende Geisterpirat. Und wie kommen wir hier wieder runter? Da, über die Wasserfälle. Also zu den Wasserfällen. Die Beiboote, gibt's keine. Die Rettungsboote, gibt's keine. Zu den Rettungsringen, wo sind die? In den Beibooten, gibt's keine. Wow. Ich bin reich. Aztiklanische Schriftrolle nehmen wir. Herzlichen Dank dafür auch. Ihr seid sehr nett zu mir. Na los, nimm's. Was steht da? Verdammt, ich kann Aztiklanisch sprechen, aber nicht lesen. Ja, ich weiß aber, wer es lesen kann, Schätzchen. Zack, zack, zack. Papa Doc, kannst du es übersetzen? Jill Barber, eine obsessive aztiklanische Dämonin, traf Old Roger auf einer Unterweltkonferenz und verliebte sich in ihn. Old Roger ist der Lord der Unterwelt. Ja, das wusste ich schon. Sie verabredeten sich eine Weile, bis es ihm zu bunt wurde und er Schluss machen wollte. Zack. Jill Barber war ziemlich hartnäckig und wollte Roger nicht loslassen. Also fing sie sein Haustier, einen Hasen, und kochte ihn. Also baute Roger Scarlet Rock, wo du dich gerade befindest, über dem Eingang zur Hölle und ließ ihn versinken, sodass Jill Barber ihn niemals finden würde. Ich war auf ihrer Seite, bis zu der Sache mit dem Hasen. Naja, alle Frauen sind irgendwie verrückt. Ich weiß, du hast viel zu tun, aber kannst du Jill Barber für mich kontaktieren? Ich brauche Unterstützung. Warum sollte eine Dämonin dir helfen? Ich weiß, wo Scarlet Rock ist. Oh, damit sie Old Roger finden kann. Du brauchst einen sauberen Spiegel, Kerzen und Kreide, um sie zu kontaktieren. Okay, ein sauberer Spiegel, Kerzen und Kreide. Was liegt hier? Ein sauberer Spiegel bestimmt. Eine goldene Schale. Ich liebe das Muster. Dann nehmen Sie mit. Die leihe ich mir aus. Dann kann ich sie Ihrem Besitzer zurückgeben. Jawohl. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Eine Flasche mit Rum. Hey ho. Rum. Piraten lieben ihn und er liebt uns. So ist das einfach. Na gut.
Aber als ich das letzte Mal betrunken war, habe ich Flint für immer verloren. Mädchen, Mädchen, Mädchen. So, jetzt haben wir doch wieder jede Menge Stuff. Was ist das? Eine atlantische Schlangenstatue. Wo gehst du denn hin? Die stammt aus einer uralten Aztecan Fried Snake Filiale. Achso, das ist die. Aztecan Fried Snake. Alles klar, die nehmen wir mit. Kia! Oh! Und nu? Kreidedepot. Ich sollte meine Initialen da reinritzen. Das wäre ganz schön furchterregend. Ja, ich brauche etwas Robustes, womit ich etwas Kreide herausbrechen kann. Ja, das schaffen wir schon. Pass mal auf, ich habe nämlich was Robustes dabei. Eine goldene Schale. Das funktioniert nicht. Sorry. Okay, die ist nicht robust. Wir haben einen Eimer. Das funktioniert nicht. Sorry. Ja, ist nicht so robust, ich weiß. Wir haben eine Flasche mit Rum. Nein. Ja, die ist vielleicht nicht so robust. Aber ein guter Ansatz. Was, ein guter Ansatz? Ich habe es genau gehört. Eine Weinflasche. Ich könnte wirklich einen Schluck vertragen. Jetzt klauen wir den Piratenteufel erstmal hier schön sein Zeug. Ich mag den Jahrgang nicht, aber den Korken könnte ich gebrauchen. Ja, dann nimm dir den Korken. So, jetzt haben wir einen Korken. So, was liegt hier noch? Ein Piratenstuhl. Arr! Das Holz ist ziemlich hart. Ich könnte es jemandem über die Rübe ziehen. Ja, dann nehmen wir den auch mit. Und hier ist ein Kerzenhalter. Kerzen brauchen wir eh. Dann brauche ich noch einen sauberen Spiegel und die Kreide. Die brauche ich später noch. Bleibt, wo ihr seid. So, und hier ist der Silberspiegel. Yeah, baby. Der Spiegel ist angelaufen. Dann putzen wir ihn. Womit? Das funktioniert nicht. Sorry. Hier hinten ist doch noch ein Bett oder so, ne? Dann Bett des Kapitäns. Gibt's da einen Laken? Porträt der Schiffscrew. Ding, ding, ding. Ein Gemälde mit süßen Matrosen drauf. Ay, Dios mio. Sie lächeln mich an. Oh, Dios mio. Hä? Hä? Papagei? Wie gruselig. Was ist das alles? Das ist Bluebelly. Da ist Bluebelly drauf. Hallo, Bluebelly. Ja, und nun? Ah, da kann ich irgendwas mitmachen. Aber womit? Ich kann hier nichts. Krotte, Krotte, Krotte. Bluebelly. Krotte. Alles klar, hier haben wir scheinbar jede Menge zu tun. Das werden wir auch, und zwar in der nächsten Folge. Let's play Goose the Pirates of the Woodrow Island. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.